oh, oh, oh. Jo. Dann halt so. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber das sah cool aus. Was habe ich gemacht? Also bei mir bist du durch den Boden gegangen, anstatt durch die Plattform, also durch diesen durchgängigen Teil. Hm, okay. Ja gut, einer von uns beiden muss den anderen in die Blase schicken. Ja dann, komm mal her. Ich glaube, ja. Oh, guck mal, die wandert sogar. Ja. Ah, okay. Du musst das nicht dafür... Was war das? Ich habe keine Ahnung. Du bist plötzlich nach links gelaufen und dann... warst du wieder rechts. Ich merke gerade, wir haben wieder schon leichte Verbindungswale oder so. Ah, wunderbar. Wie gesagt, nächsten Monat wird hier die Leitung renoviert. Jetzt wird die Leitung renoviert. Hoffentlich wird es dann besser. Fast. Fast hätte es geklappt. Ja, fast hätte es geklappt. Ich glaube, die war noch nicht ausgewachsen, die Blase. Okay, sie muss am oberen Bildschirmrand verschwinden. Da war ich zu spät. Ich kann ja auch bei dir langlaufen. Ja, stimmt. Ich weiß noch nicht, wofür sie sind, aber ich will sie austesten. Ich weiß schon mal, wie wir den loswerden. Er ist nämlich reingelaufen. Ja, böse, böse, böse. Das ist deiner? Ja. Komm mal bitte zu mir. Warte, 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 warte. Also ich kann hier hoch, warum auch immer. Ja, das musst du was. Irgendwie darüber kommen. Ich guck mich mal in meiner Richtung. Würde mich gerne in meiner Richtung mal eben was umgucken. Ja. Okay, weiter weg kommen wir nicht. Das war hier hinten. Nichts, was uns unbedingt weiterhilft. Nee. Ich meine, du kommst von diesem Block aus wunderbar. Kann ich ein bisschen mehr Schwung holen? Aber damit kommst du da ja auch nicht drüber. Nee.
Nee. Das scheint nicht zu funktionieren. Dann kannst du doch bitte mal hier mit quasi bis zu dieser Kante kommen. Ja, genau. Dann kann ich mich ein bisschen weiter umgucken. Okay, ich warte noch auf die. Das könnte natürlich klappen, aber ich wüsste nicht, was das bringt. Richtig. Okay. Wow! Wow! Wir springen auch zusammen nicht hoch genug. Auf gar keinen Fall, aber... Aber? Überleg grad was, kommst du einmal mit? Hier hin? Soll ich mich da drauf stellen? Ne, komm mal hier mit. Das, Ne, wir müssen ja irgendwie beide nach da oben kommen, das schaffst du ja nicht. Ne, ich schaff das von hier aus nicht. Meine Überlegung ist, wenn du schaffst, hier hinzukommen, ja, dass du mich auf den Kopf nimmst, herüberspringst und ich auf deinen, also quasi, Maus, was meine Maus? Wupp, dass du. Dass quasi ich quasi von hier aus springe und du versuchst von hier aus weiter zu springen. Genau, dass wir so einen Doppelsprung daraus machen. Ich muss mich erstmal hier wieder freilassen. Ich habe da eine Idee. Ja, ich glaube ich auch. Jetzt muss ich nur noch ausgeführt werden. Nein, nicht ganz so. Fast! Ja, aber es könnte klappen. Das könnte klappen. So. Ich bin bei dir. So, und du möchtest jetzt, dass ich quasi Anlauf nehme, in der springe und du dann weiter springst. Genau, irgendwie wollte er nicht springen. Oh, warte. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Ja? Setz dich mal auf das, hier mitten auf das grüne Feld. Da kommst du ja nicht. Oh Gott. Na ja, lass mich da einmal durch. Ja, ich würde gerne. So, bleib da mal stehen. Oder kann ich mal mittig hin? Nee, offensichtlich kann ich dich dann nicht quasi... Doch, vielleicht wenn du genug Schwung hast, weil gerade hat es einmal ganz kurz, also... Ja, ne? Also spring quasi einmal von da dann über mich weg und dann versuche mich von unten zu treffen. Genau. Zielwasser muss ich noch ein bisschen trinken, aber... Das klappt. Mhm.
Mit genug Schwung kriegst du mich vielleicht darüber. Ja, ich muss jetzt nur noch die richtigen Tasten finden. Ich glaube, du musst dich dann, wenn ich an dir vorbei bin, ein bisschen mittiger stellen. Sonst treffe ich eher die Kante. Aber nicht genug. Ja, ich habe jetzt auch nicht ganz so viel Anlauf nehmen können oder Schwung holen können. Ha. Hi. Hi. Ich will ja nichts sagen, aber du kommst da nicht durch. Und du kommst auch nicht mit genug Schwung von da oben zu der Kante hier, oder? Zu welcher Kante? Zu der hier, wenn du von da oben Schwung nimmst und dann dich runter katapultierst. Nee, nee. Nee, das klappt nicht. Und wenn ich dir Schwunghilfe gebe? Das könnte klappen. Problem, wie kommst du darauf? Ich bin auch gerade auch schon mal bei dir oben gewesen. Ja, aber nicht oben auf dem Ding. Ja, dann hilfst du mir darauf. Ah ja, ich kann dich... Richtig. Ah! Kai! Ja, ist ja in Ordnung. Plötzlich rennt die da runter. Okay. Yay! Woohoo! Oh, warte, einer sollte innen bleiben. Ja, einer sollte innen bleiben. Ups. Yoshi. Entschuldigung, jetzt war ich auch in den Blasen abgelenkt. Können gerne noch mal ein Stück zurückgehen. Was ich interessant finde, wir haben die quasi auf beiden Seiten halbwegs gleich, aber wenn wir damit beide losschweben wollen würden... Richtig. Wo sind wir jetzt gelandet? Ja. Kann ich weg rein? Ah. Ich komme zurück. Ja, aber das... bringt ja auch nicht viel. Ah! Oh! Und du, das heißt, einer muss rüber? Du drückst den Schalter? Welchen Schalter? Auf dem du stehst. Okay. Ich drück den Schalter. Yoshi? Ja, ich bin dabei. Ah, gut. Wir haben die Monsterfabrik gefunden. Interessant. Ah, da kommt schon wieder eins. Mm. Keiner von uns ist unten. Ja, super. Okay, gehen wir nochmal zurück. Dann schicken wir einen von uns vorher. Mm. Oh. Warte, das war gar nicht so schlecht. Eben, das war gar keine dumme Idee. Dann kann ich hier rüberfliegen? Na, ah, den habe ich verpasst. Macht ja nichts. Mhm.
kann ja einfach mal hinterherkommen. Ja. So, ein Stückchen rüber. Ja. Jetzt müssen wir uns wieder überlegen, wie wir jeweils an die Knöpfe kommen. Mhm. Pass auf. Du gehst hier hoch, bei mir. Mhm. Ich glaube, du musst da unten irgendwo wieder hin, aber wie? Und wenn wir dich hier... In die Blase kommst du wahrscheinlich nicht rein, oder? Nee, aber wenn du nochmal zu mir runterkommst... Auf meinen Kopf stellen. Gut, einmal kurz da bleiben. Ja, ja. Nochmal auf meinen Kopf. Nicht der Plan, aber interessante Idee. Ich versuche dich jetzt einfach mit dem Sprung darüber zu schleudern. Du springst von meinem Kopf in der Luft ab. Okay. Na, hat so noch nicht ganz geklappt. Okay, wieder da hoch. Ah! Hüp, 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 hüp. Ups! Warte, vergessen, dass ich da durch kann. In irgendeinem Grund funktioniert das nicht. Nicht so wirklich. Weil ich denke, wenn ich hier wäre, dann könnte ich vielleicht genau ohne deine Hilfe hier drankommen. Das heißt, wir müssen dich nach da unten irgendwie kriegen. Ja. Ich hätte ja behauptet, ich nehme die Blasen, die hier sind. Ja, ich komme nochmal zu dir, damit du rankommst. Problem ist nur, ich weiß nicht, wo die alle sind. Ich komme da schon noch drauf, irgendwann, irgendwie, irgendwo. Ja, ja, ja. Ich meine, meinen Part haben wir raus, dementsprechend werde ich jetzt einfach nur noch immer Assistenz geben. Das probieren, ohne dass ich groß springe, sondern dass ich einfach nur hochspringe und du versuchst, von oben darüber zu gucken. Nein? Ich meine, die Blasen müssen ja irgendwas zu bedeuten haben. Oh, nicht zwangsweise. Nein, müssen sie gar nicht.
Das Problem ist auch gerade mit dir, die Blasen müssen ja was zu bedeuten haben. Genau, lass mich hier allein. Ja. Ich hab ja hier auch noch was an Blasen. So, und jetzt muss ich dann denken, dass ich nicht Fuchs bin und mal die Hand vom Mund wegnehmen, wenn ich überlege. Ja. Gut, ich komme wieder zu dir. Ja, bitte. Mensch! Nee, ib oder ob. Das war zu früh. Ja. Da könnte bald mal eine kommen. Meinst du, die schaffen wir? Könnten wir. Nee. Nee. Ich habe jetzt eine Idee, was ich gerne noch mal austesten möchte. Es wird vermutlich nicht klappen. Ja, gerne. Aber es ist mir sowas von egal. Gut, ich muss noch mal probieren, dann war ich das zu schnell. Okay, mir kommt auch noch eine Idee, aber probieren wir erstmal deine. Nein, hat nicht funktioniert. So, dann kommen wir erstmal wieder hier hin. Hier hoch. Da hoch. Dass du doch genug. Du kommst ja auf meinen Platz quasi eben drauf. Eben, das ist gerade mein Gedanke. So, dann gibst du mir einmal noch ein bisschen Starthilfe. Alle, hopp. Nee, wir müssen beide hier runter. Die aggressiven Biester. Lass mich zurück, alleine kannst du es schaffen. Ja. Fast, ne? Okay, einer nach dem anderen. Wir können das durchaus mal probieren, einer nach dem anderen. Also ich muss sagen, aus meiner Sicht war das gerade echt cool. Da der bist ist sehr du flach durch einen durchgerannt. Ja, aber es sah bei mir nicht anders aus, also. Okay, jetzt muss ich das machen. Ja. Ey! Blöp. Der hat sie bei mir zurückgesetzt! Also der in der Mitte macht bei mir nicht ganz, was er soll. Hups.
Da oben war einer. Okay, pass also auf, dann... Oh, du bist schon unten. Ja, ich bin schon unten. Ich wollte auch sagen, ich kümmere mich dann um den da oben. Genau. Oh, ja. Was brauchen wir denn jetzt? Also, wir sind in der Nähe von den Partyleuten. Mhm. Okay, du kommst da ohne Schwierigkeiten drauf. Ich würde es erstmal sagen, du Yoshi. Okay. Da müssten wir beide hier drüben sein für. Warte, ich will mal wieder. So. Juhu! Ich komm zurück. Du hast da kein Problem, wieder hochzukommen. Das ist nicht das Thema. Ich müsste dich irgendwie. Komm hier hin. Ich geh da hin, ich komme hinterher. Dachte ich, aber das wird nicht schlecht möglich sein. Ich komme da hinten irgendwie wieder raus. Yoshi. Ja? Wir bringen dich einfach hier hoch. So. Ja, dann musst du trotzdem noch hier sein, damit ich da hochkomme. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Ich hab auch eventuell Möglichkeiten. Mich hier hochzukriegen ist nicht das Problem. Ich habe hier einen offenen Weg. Das Problem ist, ich habe hier den offenen Weg und du hast den unten. Bringen wir mich mal auch auf deine Etage. Ja, dann haben wir jetzt wieder das Problem von gerade. Ja, dass einer auf der Etage ist und der andere nicht. So haben wir wenigstens noch die Möglichkeit, beide da wieder rauszukommen. Genau. Also ich hätte ja versucht jetzt mit Anlauf da die darüber zu kommen, ob das geht. Wir wissen von ganz oben, aber. Von ganz oben? Meinst du? Ja. Aber da könnte der Sprung zu weit sein. So, hüpfen wir da hoch? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Die sehen zwar. Aber es kommt trotzdem auf meinen Kopf. Was, wenn ich dich von hier
so springen lasse. Dann komme ich rüber. Und? Eventuell. Genau, dann ist es doch noch ein Problem, weil ich noch nicht auf der anderen Seite bin. Ja. Aber Yoshi, Yoshi, Yoshi. Ja, Kai. Nee, warte, blöd. Blöde Idee. Ich komme da ja gar nicht hin. Nö, wo kommst du nicht hin? Ich wollte jetzt eigentlich sagen, Ach, ja. Hierhin, schick dich da hoch. Dann sitzt du dich da drauf. Und ich kann mich auf den setzen. Genau, das ist ja das Problem. Das ist im Prinzip die Lösung. Ja. Sobald einer von uns beiden da unten dran ist, haben wir gewonnen. Dabei ist es auch vollkommen egal, wer von uns da unten dran ist. Ja. Yoshi? Ja. Stell dich mal, ja genau, dahin. Fast. Hüpf, einfach nur nach oben. Ja, schön, aber jetzt komme ich nicht mehr nach oben. Aber wenn du mich jetzt hochschickst. Ja. Dann da durchgehst durch deinen. Also hierhin. Mich jetzt nochmal hochschickst. Jetzt zu mir kommst. Und dann. Auf meinen Kopf stellst. Schwung hole. Ich bin bei dir, Dann so. Genau, jetzt ist es egal, wer wohin geht. Dann haben wir gewonnen. Ja. So einfach geht das. Mhm. Party People. Boah, nicht schlecht. Ja, ne? Kann man mitarbeiten.